So nu? Ach so. Ich soll über die Kugel wenigstens da unten drüber hinweg, oder wie? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung doch nicht. Keine Ahnung. Eigentlich wollte ich auf diesen komischen Pilz da oben noch rauf und dann wieder erneut abspringen, um nochmal drüben zu gucken, ob da eventuell was versteckt sein könnte. Aber doch weggeflattert gewesen. Es ist so schade. Nee, da ist auch nichts unter. Okay, ich wollte da bloß mal gucken, ob da nicht eventuell noch ein Block unter ist. Weil so eine Feder oder sowas würde mir ja auch schon weiterhelfen, ja. Keine Ahnung, echt nicht. Du musst wahrscheinlich über die Kugel wenigstens natürlich doch unten hinweg kommen. Unter diesen Stachelkugeln dann noch hindurch. Und dann hier hinten womöglich auch noch... Oh, okay, der Tobi-Junge. Ah, ich wollte gerade sagen, hier hinten auch noch ein Cooper erwischen dafür, ja. Aber nee. So, ich brauche hier sicherlich, ja, sage ich ja. Nach oben welche gekickt. Ah, ja. Timing wieder. Aber hier kann ich ja dann Wattenglück auch mal eben kurz wieder rüber wechseln. Aber das macht sich doch besser dann eben mit der Remote. Finde ich. Ist kompakter in der Hand dann natürlich auch. Oh nein. Jetzt verschlucke ich mir dabei auch noch. Ist nicht wahr. Wieder genau dazwischen gelandet. Wo ich unbedingt glaube. Krieg auch ohne gebacken hier. Was los? Oh. Aber ich glaube, der Sprung, der ist gar nicht so schwer, weil die beiden Kugelwillis, du brauchst zwar wieder Momentum dafür, also eine Vorbewegung, eine ziemlich starke, um den zweiten Kugelwilli dann eben zu erwischen, aber ich glaube, das ist nicht schwer. Kriegst du gebacken, glaube ich. Ja, das kriegst du echt gebacken. Prima gut. Mann, ich bin ja doch gar nicht mal so ein übler Spieler hier, ja? Ah, zu weit weg. Nein, zu spät, losgelassen. Ja, du musst echt wieder Timing hier auch draufkriegen. Aber das ist schaffbar. Hätte ich auch gar nicht gedacht, da unten mit den Kugelwillis, dass das so easy peasy vonstatten geht, dann eben. Komm schon. Nein, her damit. Genau. Den Instant auch mehr gedauert, Junge. Auch nicht übel. Ah, fast gut. Yes. Ist auf da. One up. Genau so sieht's aus. Mann, da muss ich mir ja glatt mal selbst auf die Schulter klopfen dafür. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass ich das auch noch gebacken bekomme hier, ja. Nee. Ich hab, muss ich dazu sagen, auch noch nicht in Kaizo Mario World reingeguckt zuvor. Das muss ich dazu sagen. Und da möchte ich mir auch nicht spoilen lassen für die eine Episode darin, ja. Weil ich glaube, sonst würde mir da dann, wenn es zur Aufnahme kommt, noch viel eher der Spielspaß flöten gehen, als dass ich da zum allerersten Mal reingucke, glaube ich. So glaube ich. Noch gut, noch easy peasy, das Level hier. Aber ja, sowas müsste es doch sein dann. So stelle ich mir dann eben ein schwieriges Level vor. Hier im Mario Maker. Schade, die Münze da unten leider nicht mehr bekommen. Heieiei, das ist heikel hier. Oh, wie langsam die Plattform auch runtergeht hier. Den doch noch eine mitgegeben da hinten. So, okay. Geht auch durch die Wände durch. Yes.
kann nur schwieriger werden, glaube ich mal, glaube ich mal. Ja, die nützt mir da auch nicht viel, die Münze. Aber genau so muss das doch sein dann. Schwieriges Level hierin? Nicht gleich übertrieben, hart, schwer? Immer gut. So, wie hier. Ach so, Goomba-Action. Okay. Boah, wie kommen aber auch runter, gestürmt da. Yes. Oh, der war gar nicht mal so schwer. Ich dachte schon, ich müsste eventuell hier einen Goomba in der Luft schon erwischen für. Ah, gar nicht mal so schwer gewesen. Ich anfangs dachte. Abwarten, jetzt rüber. Ja, hoch hier. Und dann? Ach so, bloß so ein Schlingel? Na, der ist ja easy. Okay. Ja, aber das langt doch schon aus. Ach so, da hättest du dann easy peasy auch abkürzen können, oder wie? Über die Tür dann? Zum Ziel hin? Sieht so aus. Hat den Anschein danach. War gut, das Level. Hätte ruhig ein bisschen schwerer noch sein können für mich. Aber ja, da siehst du echt schon, wie sehr der Schwierigkeitsgrad schwer hier in Mario Maker auch zu variieren scheint, ja. Dass manchmal schwer leichter und manchmal eben etwas schwieriger ausfällt. Wie breit die Spanne dann eben ist. Zwischen den einzelnen Leveln. Gut, wer soll die auch checken? Ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird. Ob du das selbst bestimmen kannst? Ich denke schon, ne? Ob dein Level jetzt als schwer gerankt werden soll oder eben nicht? Oder als normal oder so? Ich denke schon, oder? So, da drüben. Ach ja, da drüben geht's weiter. Das habe ich eben gesehen. Gucken. Uiuiuiui, okay. Alles klar. Ein neuer Anfang ist das. Da drüben. Ah, ich springe auch zum unmöglichsten Zeitpunkt da ab. Boah! Ein Geier! Sondergleichen! Easy! Hurra! Da kommt die Schergenbande! Müsste hier eigentlich umkehren. Oh, ich hätte jetzt auch nicht übel geschwitzt gehabt. Wären die dann eben. Komm mal raus. Oh nee, verkehrt rum. Oh, der schaukelt sich tatsächlich nochmal hoch, dieser Panzer. Wollte sagen, hätte auch nicht übel geguckt, wäre der oberste Turm der Goombas dort einfach abgeprallt oder auf der Röhre dann eben weitergelaufen. Auf mich zu. So, Kegeln-Runde. Hier nochmal Kegeln-Runde. Komm raus da. Wie er auch drückt, ja, wie er sich da durchquält. Ah, nee. So, jetzt weg mit euch hier. Ja, da komme ich doch schon rüber. Wenn die Pflanze den Turm, das Türmchen mal rüberlassen würde. Warte mal, dann kegeln wir nochmal eine Runde. Oh. Aua. Rüber hier. Okay. Ah, das wart hier schon. Okay. Alles klar. Ein Leben noch mitgenommen. Prima. Ey, vielleicht schaffe ich es ja doch noch abzuschließen, ey. Bloß das mit den Trampolinen zuvor, das wurmt mir immer noch. Das wohnt mir echt immer noch, dieses Level, wie man da hochkommt, ja? Wie man es schafft, da hochzukommen und dass man überhaupt schafft, eine Tür in der Luft zu passieren, dass das scheinbar gehen soll. Das wohnt mir. Deine Zeit 58,412. 26,210 Rekord. Mhm.
Tempat. Schuhbooting. Rätsellevel. Sieht so aus. Ich muss diesen Schuh hier rauskriegen und dann mit denen komme ich wahrscheinlich da hoch, ne? Ja gut, okay. Hat sich erledigt, das Thema. Ach, schade, ey, dass du auch immer gleich dann, wenn du mal verkackst, auch gleich ein Leben lassen musst. Auch schade. Also oben wegkegeln. Mittig treffen. Dann funktioniert's. Mittig treffen die Mancher. Okay, oh ja, und dann musst du da oben, da waren auch ziemlich viele Xe gerade dran an den Kreissägedingsies, ja? Da musst du echt hier auch treffen mit dich, dass du mit dich hochkommst. Nein, ey, er schmeißt halt auch nach oben weg. Warum? Ist das so eine Mario Bros. 3 Eigenart? Wer weiß, ey. Ich dachte, er schmeißt Kerzen gerade von sich, stößt halt Kerzen gerade von sich ab. Ah ja, macht das immer so leicht nach oben weg dann. Und ich war doch mit dich. Neue Pau gibt's hier auch nicht, ne? Nee, woher denn auch? Ist ja keine Röhre da oder ist hier irgendwo eine Röhre hinter versteckt? Nee, ich glaube nicht. Hinter diese Blöcke, da kannst du nichts an Röhren verstecken dann. Schade. Echt schade, dass mir hier so die Leben jetzt wegrennen. Ah, wieder viel zu beschissen, viel zu bekackt, ja, ausgeklingt, das Bau, abgestoßen. Mann. Unten reicht ja nicht aus, ne? Und ich glaube, das ist doch ein Turm. Also die sind doch fest übereinander gesteckt worden, sodass er hier wahrscheinlich, wenn ich es denn schaffen sollte, diese drei Mannschaft von ihm über ihm zu lösen, dass er gar nicht wegspringen kann, oder? Ach nee, hier sind ja Blocker davor, stimmt. Er muss ja da irgendwie rauskommen. Sonst hätte ich gesagt, ich springe rein, aber dann komme ich ja selbst nicht mehr raus. Eieieiei, verzwickelt. Ah, ich war doch auf der Mitte drauf. Muss ich doch unter ihm oder wie? Oder wie sieht's aus? Das ist so schade, ey. Das ist so schade, weil du da wieder keinen Clou drauf hast, was überhaupt zu tun ist. Vielleicht hau ich nochmal unten gegen. Vielleicht habe ich das ja zuvor nicht gemacht. Na doch, hatte ich. Es ist nicht schön. Wie bekommst du den Stiefel dann raus? Er muss ja dann von allein rausspringen. Komisch. Etwas schon konisch gesagt, aber konisch sind ja andere Dinge. Die zum Rauchen zum Beispiel. Ist doch nicht wahr hier. Was sollst du denn hier machen? Genau zwischen die beiden, die über den Gumba mit dem Stiefel sind vielleicht? Ah, viel zu kacke ausgeklingt. Ich weiß es nicht, ey. Ich weiß es echt nicht. Werd mal hier noch ein bisschen drin probieren? Weil wie gesagt, das ist ja egal, ob uns die Leben oder ob mir die Leben dann eben hier drin ausgehen. Dann mache ich noch einen zweiten ran und werde dann Level, da wo ich dann eben viel zu viele Leben drin lasse für mich, dann eben auch immer überspringen und so dann eben mal versuchen durchzukommen. Aha, also häufiger überspringen, als ich das jetzt hier schon getan habe. Ja, hier bin ich ja auch schon Level übersprungen, natürlich doch. Aber die kriegst du da alle drei nicht weg. Was willst du da tun? Was möchtest du da tun? Was sollst du da tun? Das weiß doch keiner. Ein Tobi weiß das nicht. Kannst du vergessen, ey. Kannst du vergessen. Obwohl da unten an der Mancha, der hatte auch schon eine auf den Deckel bekommen. Der Stiefel, der ist doch schon einen tiefer gesackt.
Weiß ich nicht, was da verkehrt ist. Vielleicht auch mit einem Powerblock hochkommen. Ja, nee, kannst du auch vergessen, ne? Selbst wenn du nach unten drückst beim Springen, selbst wenn du da eben nach unten gedrückt hältst, dass er dann das Pow unter dich schiebt und du dann eben Möglichkeit hättest, da nochmal in der Luft von abzuspringen. Aber ich glaube nicht, ne? Die Stiefel, die musst du da schon rausholen. Sieht mir zumindest danach aus. Da drüben, da ist ja das gleiche Szenario dann eben noch ein weiteres Mal vorhanden. Ja, frag mir was Leichteres, ey. Muss wahrscheinlich bloß Zielwasser trinken dafür. Oder hier einen bestimmten Abstand und dann ausklinken? Ja, nee. Wenn du den Anlauf nicht hast, wenn du den eh schon nicht hast, dann schmeißt dann ja auch nicht so weit. Und so powervoll ab, diesen Powerblock. Das ist es. Ich weiß nicht, ich komme hier. Vielleicht hier vorne mal. Naja, dann ist er zu tief. Du musst hier schon ein bisschen was Anlauf haben. Aber den in der Mitte, der ist hartnäckig. Der bleibt hartnäckig. Auch der über ihm. Oder ist dahinter, hinter dem Stiefel noch ein Mancher? Ich glaube nicht, ne? Die kannst du auch nicht ineinander setzen, oder? Na komm, bis zur 30 geht noch runter. Da probiere ich noch mal ein bisschen. Also bis nur noch 30 Leben dann eben verbleiben. Und dann würde ich sagen, auch hier überspringen. Auch hier. Ja, das bringt ja nichts, wenn du hier auch nicht weiterkommst drin. Ist hier eventuell noch irgendwo was versteckt vielleicht? Nee. Komisch, ey. Echt komisch. Aber er muss da rausgesprungen kommen. Da unten, da siehst du doch unter diesen Manschern, die beide unter ihm klemmen, unter den obersten von den beiden, da ist ja dahinter auch schon eine Plattform. Da könnte er theoretischerweise dann von abspringen. Aber er wird doch dann auch geblockt durch diese Blockerwände hier, glaube ich, ne? Ist ja nicht so, dass ihm die da nichts anhaben, dass sie ihn gar nicht blocken, dass er davon gar nicht geblockt wird. Ich denke schon, ne? Wie willst du denn das dann machen, ey? Wie willst du denn das dann hinbekommen? Vielleicht ist das tatsächlich bloß ein Troll und du brauchst tatsächlich diesen Pow-Block, um nach oben zu kommen. Auf direktem Wege. Ohne zuvor da den Stiefel zu verwenden. Aber der Stiefel, der würde doch langen dafür. Ich weiß nicht. Was soll ich mit dem Powerblock anstellen? Hier einen Walljump mitmachen oder wie? Nee, der verschwindet ja dann gleich, wenn er irgendwo auftrifft. Das ist merkwürdig, das ist komisch, ey. Er dürfte dort nicht rauskommen. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber normal rein logisch gesehen müssten doch deine Widersacher da ebenso von geblockt werden, ne? Das ist doch bei Koopern und so alles genau das Gleiche. Oder hat er irgendwie Sonderrechte, weil er im Stiefel drin sitzt? Ich denke doch nicht, ne? Kannst du nichts gegen machen.